Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Takashi Miike ist uns auf der einen Seite natürlich als absolut großartiger Kultregisseur bekannt, auf der anderen Seite allerdings auch als Arbeitstier, der mittlerweile bei über 100 Filmen auf dem Regiestuhl saß. Das kommt auf der einen Seite von seiner typisch japanisch geprägten Mentalität, dass er sagt, wenn ihm jemand einen Film anbietet, dann nimmt er den auch an und macht er. Und wenn wenig Geld da ist, dann muss er halt schauen, dass er mit diesem Geld auskommen kann. Und das ist quasi so eine Art, wie er sich selbst gerne herausfordert und immer wieder zu neuen Höchstleistungen anspornen möchte. Gut, dass man jetzt nicht jeden einzelnen seiner Filme als Höchstleistung bezeichnen muss, ist natürlich bei über 100 Filmen dann wahrscheinlich jetzt auch für niemanden besonders überraschend. Aber einer der Takashi Miike-Filme, der mir tatsächlich im Laufe meiner langjährigen Filmrecherchen immer wieder begegnet ist, das ist der Full Metal Jakob. Yakuza. Ein Film, den ich bis heute noch nicht in meiner Sammlung habe, den ich allerdings schon einmal oft irgendwo gesehen habe, von Best Entertainment, beziehungsweise MIB, gerne verramscht beispielsweise in einer gekürzten FSK 16 Fassung oder einer gekürzten FSK 18 Fassung oder einer gekürzten SPJK Fassung. What the freaking hell, vor allem, weil sogar diese gekürzte SPJK-Fassung immer noch es auf den Index für jugendgefährdende Medien gebracht hat. Vergleicht man die Laufzeit mit der einzigen ungeschnittenen deutschen DVD-Auflage vom Asian Film Network, vielen Dank erstens Martin für diese hier, fehlt allerdings bei der SPJK-Fassung nur circa eine Minute an Material, wohingegen die KJ-Fassung dann schon um über 10 Minuten gekürzt wurde und die FSK 16-Fassung dann allerdings nur mehr quasi geringfügig kürzer ausfallen soll als die 18er-Version. Was allerdings schade ist bei der AFN-DVD ist die Tatsache, dass der Film einerseits nur im englischen Original mit deutschen Untertiteln vorliegt und andererseits nur im Letterboxd-Format, das heißt, dass das Bild gar nicht einmal anamorph kodiert wurde, weswegen die Untertitel beispielsweise, wenn man das Bild dann auf seinem 16:9 Fernseher hochzoomt, gar nicht mehr im Bild zu sehen sind, weil die quasi in den schwarzen Balken vom Letterboxd-Bild untergebracht wurde. Etwas, das bereits, das damals, als die DVD erschienen ist im Jahr 2004, wahrscheinlich schon den ein oder anderen genervt hat, aber heutzutage wahrscheinlich noch ein bisschen nerviger ist, weil es ja quasi eigentlich nur mehr 16:9 Fernseher gibt. Aber nach wie vor trotzdem die einzige ungeschnittene deutsche Fassung von dem Film. Und wenn man die Möglichkeit hat, sich einen Film mit einer alten Best-Entertainment-Synchro anzuschauen, dann glaube ich, ist es gar nicht einmal so verkehrt, wenn man stattdessen zur untertitelten Version greift. Auf jeden Fall veröffentlicht AFN, das Asian Film Network, diesen Film hier als Keepcase im Schuber, das relativ interessant gestaltet ist. Ich finde es immer wieder spannend, dass es eben Labels wie AFN gibt, die sich so komplett gegen diese, ich sage jetzt einmal, Stereotype oder halt gegen diese standardisierten Sachen bei Backcovern sträubt. Ich meine, selbst im Vergleich hier mit ihrem eigenen Titel, der aber halt eben im Vertrieb von Ascot war, mit diesem typischen Ascot bzw. Splendid-Kram hier unten mit eben dem Ehrencode und dem Rechtehinweis, den ganzen technischen Details und so weiter. Und das ist hier einfach komplett anders gemacht, ohne Tabelle, einfach hingeknallt. Und dafür hat man natürlich dann noch ein bisschen mehr Platz für Bilder aus dem Film. Da mag ich es irgendwie, dass so diese Kopfteile bei ihm so ausschauen, als wäre er an den Bildern hier oben angeschlossen. Das hat auch ein kleines bisschen was Nettes, David Cronenberg-eskes oder wie soll man sagen, Christopher Nolan-eskes. Aber wir bekommen es dann hier eben auf dem eigentlichen Keepcase mit einem komplett alternativen Motiv zu tun, das uns eben hier grundsätzlich Connor Welch zeigt, ich weiß nicht, am ehesten würde ich sagen, es schaut aus wie ein Gesteinsmassiv, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das sein soll, oder wenn, dann ist es ein Gesteinsmassiv, das auf der linken Seite Gesteinsmassiv mit Blut besudelt wurde. Wir schauen dann einmal ins Innere, da wartet beispielsweise, das finde ich aber ziemlich cool,
Auf der rechten Seite die DVD, die tatsächlich ausschließlich den japanischen Originaltitel des Films zeigt. Das ist natürlich für diejenigen wie mich, die nicht japanisch lesen können, vielleicht nicht unbedingt hilfreich, wenn sie dann wissen möchten, welcher Film das ist. Das ist mehr oder weniger eigentlich gleichbedeutend damit, dass man den Filmtitel gar nicht aufgedruckt hätte. Dafür bekommen wir dann hier im Inneren noch einen Zettel mit einem Kapitelindex, beziehungsweise alternativ interessanterweise eben hier dasselbe, dass man dieses Einlageblatt auch hier quasi draufgeben kann und das durchgehende Innendesign aufrecht bleibt, egal ob der Zettel jetzt drinnen ist oder nicht. Me likey. Und natürlich eben hier dieses durchgehende Innendesign mit den offensichtlich Tatortfotos und sonstigen recht härteren Momenten. Es gibt aber tatsächlich auch bei dieser DVD hier noch die ein oder andere Zensur, nämlich ist wie bei japanischen Filmen eben üblich, die sind die primären Geschlechtsorgane geblurrt. Das ist natürlich auch dann oft bei den internationalen Transfers so und damit eben auch hier. Aber was die Gewalt bzw. die Kürzungen der geprüften Fassungen betrifft, die sind hier dankenswerterweise nicht vorhanden. Deswegen bin ich sehr gespannt, diesen tatsächlich sehr interessant aussehenden Film von Meister Takashi Miike jetzt endlich in meiner Sammlung zu haben.